Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge StarCraft 2 Replicant. Mit der letzten Mission, die letzte Folge ist es wahrscheinlich noch nicht, aber die letzte Mission ist es auf jeden Fall, dieser Kampagne. Das Finale wird hier gespielt. Wir sehen auch schon, es gibt ein Bonusziel zu erreichen. Oha, das muss ich wieder finden. Ein Secret Bonus. Das wird schwierig. Twilight Falls ist auf jeden Fall die Mission und wir sind beim letzten Mal als Arken nochmal entkommen in der Leere und schauen, ob wir jetzt nicht doch irgendwie diesen blöden Replicant besiegen können. Es muss doch zu schaffen sein. Wir hoffen, ihr seid alle gut an Bord des Schiffes. Ihr solltet so schnell wie möglich hier rauskommen. Wir danken euch. Wir können euch nicht allein lassen. Commander Gray hat mir gesagt, dass die Tal'Darim au außerhalb der Leere warten. Alarak hat klargestellt, dass wenn wir hier keinen Erfolg haben, er das Portal zur Leere schließen wird, um damit den Replicant für ein paar Tage aufzuhalten. Das sehen wir. Sie müssen sicher jedes Schiff zerstören, was da draus kommt. Wir würden uns freuen, Teil in diesem Kampf zu sein. Aber wir sind verletzt. Wir können keinen entbehren. Wir haben eine Chance. Wir können nicht den Replicant zerstören, aber wir können ihn wegschließen. Wir haben es geschafft, ein Portal in eine andere Dimension zu öffnen. Wenn wir den Replicant da rein bekommen können, wird er gefangen sein. Wir denken, wir können erfolgreich sein, wenn die Raiders immer noch uns helfen. Natürlich helfen wir. Lasst uns das Ganze beenden. Gott, das wird mir ja wahnsinnig bei diesem Bild. Okay, finale Mission. Mit einem Secret Bonus Objective, was ich noch rausfinden muss. Aber erstmal muss ich hier wieder alles richtig einstellen. So, wir haben jetzt hier den geilen Twilight Arken. The Twilight Arken must survive, steal away the Replicant. Sind unsere Aufträge. Okay, wir haben jetzt nicht so viel hier gerade. Können wir ein Orbital bauen? Wir können diese Mission wieder kein Orbital bauen. Das ist auch irgendwie komisch, dass wir das in manchen Missionen können, in manchen nicht. So, aber das heißt, wir bauen halt auch keins. Aus naheliegenden Gründen. So, noch einmal da rein. Dann haben wir hier schon mal. Was ist das denn hier? Vortexes. Die Void wird unstabil und beginnt sich dem Willen des Replicants unterzuordnen. Random Vortexes werden auf der Map created werden. Alle Units haben have forces applied to the weapons that only would affect the replicant. The force pushes. The replicant is based on units attack damage. For example, if your unit has 15 attack damage, the force will be applied. Also wir können den Replicant mit speziellen Waffen angreifen. Wenn ich das richtig verstanden habe. So ganz verstanden habe ich es allerdings nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, aber ist mir jetzt auch egal. Wo ist fertig? Wir müssen jetzt erstmal hier vernünftig meinen. Ich will ganz gerne mal gucken, ob wir hier schon mal sehen können, ob wir hier irgendwo, hier ist ein Motor, wohin expandieren können vielleicht. Ah, der Arken nimmt aber ganz schön viel Schaden. Oh oh. Warum nimmt dieser Arken schon wieder so viel Schaden? Aber wir laden uns komplett auf. Ach, der hat auch gar nicht so viele Schilde, sondern tatsächlich mehr Hitpoints, die er sogar wieder regenerieren kann. Damit rechnet man ja bei einem Arken nicht hier. So, wir können stormen und alle im Zielgebiet zum Arken casten. Auch interessant.
So, aber wir machen natürlich. Es dauert aber ewig, bis wir uns hier aufgeladen haben. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen Respekt, dass wir unseren Arken hier. Wir wollen natürlich nicht zu früh irgendwas ausliefern lassen. Was war denn hier? Hier ist ein Gasgeysir. Okay. Warum ist denn da ein Gasgeysir? So. Ah, nee, wir. Oh, nein! Ah, jetzt ist blöd. Aber scheint nicht so viel zu sein. Warum regenerieren wir uns eigentlich? Regenerationsaura von Stukov. Ja, das hat er. Okay, es ist nicht Stukov, aber ich denke, darüber können wir hinwegsehen. Okay, wir haben schon plus 1 Attack. Okay, so. Probauen. Und dann werden wir gleich ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen tacken vielleicht. Braucht zumindest ein paar Mavix. Weiß ich, kann auch theoretisch Sanitäter bauen. Aber. Wir haben über ein so ein Ding jetzt schon mal zerstört. Ist das sinnvoll, dass wir das hier machen? Das ist eine Goldbase. Klingt sinnvoll, dass wir das machen. Und eine Goldbase zu haben, ist natürlich ganz geil. Auch wenn das Mining hier schwierig wird, so wie die Basis hier aufgebaut ist. Ist noch so ein Ding? Okay. Dann wollen wir natürlich hier gleich möglichst früh exen. Ist ja klar. Dann geht's wieder hoch. Okay, also man könnte hier auf jeden Fall weitergehen. Komisch platzierte Base hier. Aber das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr Worker, auch wenn diese Base quasi gut saturiert ist. So, wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich auch gleich Richtung Dingens tacken, Medivex. Wobei wir auch ein bisschen Gas brauchen dafür. Wir haben gar kein Gas. Das sollten wir ändern. So, dann hier nochmal speichern. Überlege ich, ob wir jetzt. Ja, dann müssen wir erstmal unsere Basis zum Schiff. Wir gucken mal mit einem. Hier rum. Oh, ein Angriff. Storm ist schon geil. Zumal der nur eine Abklingzeit hat. Hätten wir schon viel früher nutzen können. Aber trotzdem zeigt mir das, also hier werden wir eine Planetary rausbauen, einfach um zur Not hier ein bisschen Zeit zu kaufen. Einmal hier rüberfahren, bitte. Dann lieber von der Goldbase mine. Ich möchte jetzt nicht mein Gas sofort dafür einsetzen, um ehrlich zu sein. Lieber einmal Combat Shielde und eine Factory. Wir haben ja in dieser Mission offensichtlich kein wirkliches Zeitlimit. Das heißt, wir können uns hier erstmal in Ruhe aufbauen und erstmal Angriffe abwehren. So. Wir sollten jetzt ganz gut Minerals bekommen, auch wenn, wie gesagt, der Weg ein bisschen unnötig weit ist. Ich will jetzt hier tatsächlich einmal gerne Planetary draus bauen. So. Jetzt 26 Worker ist nicht viel. Ich denke, wir gehen hier noch ein bisschen höher. Alter, diese Storm ist echt schon geil. So. Aber das Schöne an Marines ist halt, sie kosten kein Gas, ne? Und wir sollten eigentlich jetzt relativ viel Minerals da kriegen können. Also Angriffe kommen immer von hier. Stimmt nicht, wir haben auch schon einen von da gehabt. Das will ich ganz gerne mal. Alter!
Nicht sterben, bitte. Sieht powervoller aus, als es ist. Da ist wieder eine Base. Zu wissen. So. Unsere Armee wird stärker, auch wenn wir jetzt kleinblockt sind. Ich würde nur ganz gerne auch wissen, was da ist. So. Haben wir gleich zwei Medivacs, oder zumindest erstmal eins. Das andere war leider durch den Supply Lock gerade noch nicht zu erhalten. Also ich überlege, ob wir jetzt erst nach links gehen oder erst nach rechts. Also hier waren wir halt schon ein bisschen. Hier strömen halt immer wieder Einheiten hoch hin. Oh, Mutas. So. Okay, wir gucken jetzt mal einmal da. Wenn sich das jetzt als Fehler erweist, laden wir leider den Spielstand neu. Hier tatsächlich. Aha. Hier scheinen wir quasi wieder eine Verbindung herzustellen. Ich wäre echt auf schneller? Sieht so langsam aus, ja. Das ist aber. Bei einem Vortex wieder. Ach, und die Gegnereinheiten werden nicht von diesem Vortex getroffen, offensichtlich. Und die laufen auch nicht die Treppe runter, wie es sich für ordentliche Einheiten gehört. Tank verloren, den sollten wir nachbauen. Okay, aber wir haben jetzt die Verbindung quasi hier hergestellt. Nicht genug des Echt, ja, dieser Arken nimmt auch immer viel zu viel Schaden. Nach vorne rennen, ist ja auch irgendwie klar. Denn die Angriffsreichweite von so einem Arken ist ja irgendwie gefühlt minus 3. Und es war eben plus 2, das finde ich gerade ein bisschen wichtiger sogar. So, wir können halt hier nochmal exen. So. Deine Streitkräfte werden immer weniger, Arken. Warum lässt du es nicht einfach? Ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Streitkräfte weniger werden. Alter, wer hat denn hier bitte wieder das verbrochen, wie man hier die Basis bauen muss? Das ist ja wohl ein Witz.
wir können. Ach, das ist ein Goliath. Ich dachte gerade für kurze Zeit, wir könnten hier Warhorns bauen. Ist aber nicht der Fall. So, ich würde trotzdem ganz gerne jetzt mal eben sagen, alles was wir jetzt haben ist 1. Wir bauen uns mal eben eine 2er Armee auf. Eigentlich müssten wir dann das hier gar nicht mehr so richtig bewachen, oder? Ich meine, hier kommt eigentlich keiner, doch so rum könnte nicht vorbeikommen. Naja, mal gucken. Wir sind schon wieder supply-locked. Nicht gut. Da kümmere ich mich in diesem Spiel echt zu wenig drum. So, hier müssten doch eigentlich. Ja, das sieht doch noch ganz gut aus eigentlich. So. Wir schaffen uns jetzt ja quasi dann eine neue Armee. Das ist schon wieder nicht mehr hat. Nee, 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 so geht das nicht. Mit 1 gucken wir wieder ein bisschen weiter rum hier. Das ist immer schon wieder so ein Rift. Ein Koloss. Okay. Was ein bisschen Angst macht, ist, dass wir da einfach drüber laufen können. Und, dass da noch irgendwie was Geheimes ist. Also irgendwo muss ja auch noch ein Geheimnis sein. Na? Das dürfen wir nicht unterschätzen. So, wenn wir hier... Ja, hier haben wir ein paar Medivacs bei. Ich würde einfach mal sagen... Ich halt einfach mal einen Push mit euch hier hoch. Mit 1 bewachen wir... Nein. Das habe ich eigentlich gar nicht drücken wollen, aber ist auch in Ordnung. Irgendwie ein bisschen random hingelaufen. Oh, hier ist ein bisschen mehr. Wir haben keine Detection, das ist schlecht. Ladet aus! Irgendwas Unsichtbares war da. Was macht denn hier eigentlich? Hm.